Ja, das kenne ich, aber du hast ja fast jeden Ring jetzt gebastelt, oder? Nee, ich habe nur den Arcanite Smite, den mit den Pfeilen und den Feuerring. Dann Okay, habe mit ich noch den ein Pfeilen ist geil. Amulett, das Lava erschafft. Das kannst du ja in bestimmten Rezepten dann benutzen, Ja, um das Beeblade. Lava-Eimer. Statt Lava-Eimern kannst du die dann benutzen. Cool. Ja. Ja. Ja, klar, klar. Weises Klatsch, Wort. klatsch, klatsch, ja, ich weiß. Klatsch, klatsch. Ja, ich weiß. Wieder unterschwellige Werbung. Guckt mehr unserer Videos. Total unterschwellig. Ja. Das hat, ja, klar. Darauf an, welchen Intelligenzquotienten der Typ hat, der das hört. Gibt bestimmt Leute, auf die das irgendwie so hypnotisch wirkt. Oh mein Gott. Guck! Gucken. Ich habe das irgendwie noch nicht so richtig mitgekriegt. Im Kino soll ja angeblich immer werden anscheinend immer unterschwellige Botschaften in diesen in den Film eingebracht, dass du ja, die wollen dich dazu bringen, dass du Popcorn kaufst. Das ist wahrscheinlich an die Leute gerichtet, die einen IQ von über 50 haben. Nee, wirklich, die bauen da so Nachrichten ein, so nach dem Motto, kauf Popcorn, und da gibt's echt Leute, die so in der Pause sagen, ich habe irgendwie noch irgendwie jetzt gerade ziemlich dollen Hunger auf Popcorn. Und dann kaufen sie sich Popcorn. Das ist bei mir noch nicht angekommen. Ja, bei mir auch nicht. Zu klug oder einfach zu dämlich dafür. Wir haben es geschafft, die Werbeindustrie zu überlisten. Ja. Nicht klug, sondern einfach nur Muhaha. zu dämlich. Ich weiß nicht, ob wir darüber lachen können oder einfach nur traurig sein sollten. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach eine Schweigeminute für alle die einlegen, die Die durch unterschwellige Popcorn Botschaften kaufen. Popcorn kaufen. Nee, eine Minute ist zu lang. Sagen wir 10 Sekunden. Okay, und go. So, das dürften jetzt 10 Sekunden gewesen sein. Ja. Das reicht vollkommen. Siehste, an all ihr da draußen, wir denken an euch. Mehr oder weniger. Rettet den freien Willen, kauft Ja. weniger Popcorn. Ja, das ist unsere unterschwellige Werbung. Wir haben es echt drauf mit der unterschwelligen den Botschaften, ey. Ja, und meine Axt ist kaputt. Ich hab dir doch eine zweite gegeben. Ja, beide sind kaputt. Ach du Scheiße. Ey, wie bin ich? Ich bin hinterm Haus runtergegangen und jetzt bin ich. Nee, warte mal. Doch, jetzt bin ich. Jetzt bin ich vorm Haus. Dennis is not amused. Ich bin verdammt confused. Nicht amused, sondern verdammt confused. Check ich gerade nicht. Ich habe mich auf dem Weg nach oben verlaufen. Ach nee, doch nicht. Ich werde als nächstes eine Bahnverbindung schon mal nach unten bauen. Das geht ja so nicht. Mit dem Gehüpfe hier. Ne. Wie viele Schienen dürften reichen? 100? Wie viel Eisen haben wir danach noch? Lass mich mal rechnen. Nicht mehr viel. Dann mach 50. Ups. Bolognese Rülps. Bevor ich da Schienen raufsetze, werde ich erstmal aus Holz die verbinden. Nichts passiert. Was Erstmal hast du wer. schon gemacht? Ich habe nichts gemacht. Und dann warst du plötzlich still. Ich finde es irgendwie sehr amüsant, dass in unserem Lager irgendwie die Decke tropft. Wir haben einen Wasserschaden und ich habe keine Ahnung, wo er herkommt. Eichenholz, Eichenholz, Tropenholz. Warte mal, woher kommt das Eichenholz? Wann habe ich denn Eisen? Passt das sowieso bei mir alles hinten und vorne nicht immer, weil wenn ich irgendwas sammle, komme ich mit irgendeiner anderen Scheiße wieder. So, jetzt hat unser Balkon auch einen tieferen Sinn. Ich kann damit die Schiene beginnen. Der Balkon. Der Balkon. Nein, mein Brot! Nein, da fehlt ein Brot! Nein!
Dennis, weißt du, was ich jetzt dafür geben würde, zu fliegen und da drunter einen Block zu platzieren? Ich muss irgendwie nach unten gehen. Hilf mir. Das war eine sehr große Hilfe. Ich weiß, ich hole gerade noch mehr. Ich hole gerade mal mehr davon aus. Ich habe irgendwie mal wieder sehr gut überlegt, wie ich das Ganze hier handhaben wollte. Nee. Geh weg! Muss da hin. Ich will auch hier lang. So. Ich nehme irgendwas, was man schnell abbauen kann. Obsidian! Ein Ticket ist es wirklich ein Scheißdreck. Für ein provisorisches kleines. Ey, Bock, da kann ich mir. Nee, du bist schon weg, okay. Ich wollte gerade noch eine eisene Axt machen kannst, aber das hat sich ja gerade erledigt. Woher haben wir eigentlich das ganze Eisen bekommen? Das habe ich schon wieder total vergessen. Wir waren mein. Ein bisschen. Nee, das sagt mir irgendwie nicht mehr. Wir haben diese Schlucht gefunden und sind reingelaufen. Ja, stimmt. Das sagt mir was, ja. Aber mehr auch nicht. So, jetzt bin ich beim nächsten Punkt angekommen. Wie gehe ich noch tiefer? Wie tief kommst du? Limbo! Und diese Frage stellen wir heute wieder anderes Niveau. Genau wie der flachste Witz, den du je hören wirst. Warum können Piraten keine genauen Kreise zeichnen? Na? Weil sie Piraten. Der ist so scheiße. Oder was ist Hitler in einem Koffer? Ja? Ein Reiseführer! Hey! Oh Gott, ich bin so. Oh mein Gott. Wir leben in einer Welt, in der man sowas lustig findet. Ich find's so lustig. Ich auch. Übrigens, Philipp, ganz in der Nähe von dir ist ein Creeper, genau geradeaus. Ja, ich sehe ihn. Da kommt noch einer, den meine ich eigentlich. Oh, ein Apfel. Wo schlägt Philipp hin? Ich dachte, du meintest den. Ich meinte einen ganz anderen. Oh, ich habe ein bisschen Holz gefunden und habe gleich mal wieder Getting Wood bekommen. So, jetzt habe ich eine Plattform gebaut und weiß einfach nicht, was ich hier drauf bauen soll. Da kommt das Höllenportal dann hin. Nee. Dann mach da so ein Alchemielabor draus. Später, wenn wir das Zeug dafür haben. Hätte ich bloß den Moosstein mitgenommen. Hätte Fahrradkette. Echt jetzt? Alter! Drecksniper. Heavy. Also, wie macht man nochmal diese Pflaster, nee, diese Stone Bricks? Stone Bricks machst du aus Clean Stone. Ach, scheiße. Schmelz einfach ein bisschen was. Wir dürften ja Kohle im Überfluss haben. Kohle haben wir auch im Überfluss. Nur Pflastersteine nicht. Wir sind immer die Leute, die wirklich Mangel an Dreck und Pflasterstein haben. Ich will mal nur sagen, ich habe 2 Stacks Kabel mitgenommen. Für meine sehr hilfreiche und seriöse Bahnverbindung. Ehrlich? Ja. Dich verarschen? Geil, wa? Finde ich nicht so geil. Ich schon. Ich krieg grad so eine Latte, ey. Ein Problem. Ich überlege gerade, ob ich diesen Baum hier als Plattform nehme, um Ressourcen so. Oh, verdammt, fuck! Alter. Danke, Baum. Du hast mich gerettet. Warte mal. 1, 2. Warte mal. 1, 2, 4. Türen. Also, hier fängt Haus an. Ich bin echt ein fauler Mensch. Anstatt wieder hochzuklettern an der Säule, die ich gebaut habe, baue ich immer neue provisorische Gerüste. Ja, hier fängt Haus an. Haus. Ja. Treppen. Bumm. 40 Treppen. Was sehr problematisch ist, was mir gerade auffällt. Schienen kann man ja nicht auf Laub platzieren.
Also ist das mit dem Sparversuch voll in die Hose gegangen. Warte mal. Denk mal gerade aus, wie das Alchemielabor aussehen kann. Denke. Also ich habe dann aber das festgestellt. Ich hätte doch Sand mitnehmen sollen. Oder wir bauen das. Nein, wir haben 42 Glas und Glasscheiben reicht das locker noch für ein paar. Ich überlege gerade, ob ich dann für Verzauberer, ob wir dafür so einen Verzaubererturm bauen könnten. So einen Magierturm. Das hat natürlich was. Ja. Das bauen wir dann später. Wenn wir umziehen, bauen wir einen Magierturm. Jetzt ist es erstmal ein Magierhäuschen. Nee, generell, wir können ja unsere Gegend hier erweitern und immer einfach überall mal ein paar Häuser hinbauen. Und so unsere Gegend halt immer ein bisschen erweitern. Unser Ghetto. Yo. Mein Ghetto. Meine City Man. Warte mal, das ist... Ah ja, gut. Ich komme um einen Block versetzt an. Für mich hohe Präzision. Für deine Verhältnisse. Ja gut, dann mache ich das hier so. Das sind 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. So, wie viele Schienen brauche ich jetzt? 64 Stück ungefähr. Gut. Ja. Genau. Warte mal, da muss ich hier noch. Genau. Genau, Philipp, ganz genau. Das hast du mir wieder erfasst. Der Ofen brutzelt noch. Also. Steinboden. Na, ja, die kann man noch ein bisschen schöner gestalten, die Strecke. Das sieht irgendwie gerade ziemlich schäbig aus. Ja, ganz genau. So, Eisen verpulvern. Wumm! Scheiße. Jetzt geht's ab. The Master of the Holzverschwendung. Warte mal. Leck. Wir brauchen ja sogar Redstone für die Turboschienen, fällt gerade ein. Wie lustig mal wieder. 1, 2, 3. Ja, mal wieder alles, ne? Total gut vorbereitet. Redstone passt war mal wieder das Einzige, was wir letztes Mal nicht gefunden haben. Kann's sein? Yep. Weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Ab. Oh, nett. Weiß nicht mehr, wann das letzte Mal war. Ich ahne es. Am Ende haben wir ein schwebendes Imperium, was den ganzen Dschungel verdeckt. Ich hatte mal kein Problem. Und unten drunter ist es so dunkel, dass da Endermans und Zombies im 5-Sekunden-Takt spawnen. Ja, schlachten eins ab. Und schon wieder ist einer da. Dann denkst du dir, was hast du getan? Ich habe Leben erschaffen. Mal gucken, wie weit ich mit meinen Schienen komme. Irgendwie komme ich gerade mit dieser Konstruktion nicht klar, die ich hier gerade fabriziere. Ich check's einfach nicht. Ja, das ist irgendwie... Ja, warte mal. Meine Bahnstrecke schreit nach mehr Eisen. Nein! Sie lässt sich nicht beruhigen, die Stimme. Sie will mehr Eisen. Warte mal, irgendwie bin ich... knapp! Einmal Turboschienen dürfte ja eigentlich reichen, herzustellen, oder? Irgendwie bin ich gerade confused, das ist eigentlich auf der gleichen Höhe. Hey, Dennis, kannst du dich daran erinnern, ob uns die Villager Redstone verkauft haben? Nein, warte mal. Du musst echt farmen gehen, ey. Muss hier lang gehen, oder? So gucke, wann mir das hier so weiter. Na. Yep, richtig. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich hab's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Sie gewinnen. Ich hab mich gerade selber getrollt. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh. Lass mal nachgucken, ich habe kein Holz dabei. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Nee, warum das frei ist? Soll da was Besonderes hin? Da kommt Fenster rein. Oh. Nein, ich war doch... Das ist leicht unsymmetrisch. Leicht? Tut ja gar nicht. Das Ganze hier müsste ein Feld weiter nach rechts sein, alles. Guck mal. Oder so. Ja, das... Yep,
Ja. Das ist symmetrisch. Denkst du, war unsymmetrisch? Einfach nur ein scheiß Fenster. Mensch, ich will Redstone, ich muss Turboschienen bauen. Ach ja, meine Steine! Die brutzeln immer noch! Warum war dafür so lange? Das ist echt heftig.